Obwohl dieser Sitz beispielsweise die europäische Prüfnorm erfüllt, hält er den strengen ADAC-Prüfbedingungen beim Front- und Seitencrash nicht stand. An der Schale reißt der Schrittgurt aus. Das Kind wird mit voller Wucht nach vorne katapultiert. Vorsicht beim Kauf von sogenannten Billigsitzen. Obwohl auch dieser Sitz eine amtliche Zulassung hatte, hielt er den höheren Belastungen des ADAC-Tests nicht stand.